Und damit sage ich euch einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Mit dabei ist der Leon. Leon, glaubst du, ich schaff das noch? Ja, wie viele Kilometer hast du denn noch? 65 Kilometer und ich habe jetzt noch Restzeit 36 Minuten. Also Zwischenpuffer. Restzeit ist noch 1 Stunde 36 und ich fahre noch 1 Stunde. Das wird knapp. Also ich muss auch wirklich einparken wie ein Profi, ne? Ja. So. Guck noch, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Ah. Wird immer knapper. Kilometer haben wir noch, 52 Minuten fahren wir noch, 1 Stunde 20 haben wir jetzt noch. Sind nur noch 30 Minuten. Ah, jetzt kommt doch noch so ein Drecksberg nach oben. Ah. Ja, durch den Stau haben wir natürlich richtig viel verloren, Leute. Komm, LKW, gib alles bitte. Bruder, 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 Bruder. Ich bin wenigstens froh, dass ich keinen Frachtschaden habe. Aber die Zeit macht Tick-Tack. Auf 25 Minuten. Ja, schaffen. Kannst du mir zumindest nicht vorstellen, sage ich es mal so. Mach dich doch aus dem Weg, Mensch. Du Pflaumenpflücker. Zwölf Kilometer noch. Und wir haben jetzt noch 15 Minuten. Aufgrund dessen, dass wir jetzt auch noch an der Maut festgehalten worden sind. Eieiei, Leute.
will den Auftrag nur pünktlich haben. Mir geht's nur um die Pünktlichkeit. Ja, ich bleibe jetzt nicht an der roten Ampel stehen. Immer wenn jetzt geradeaus. Dafür! Achtung, okay. Die 360 Euro nehme ich auch noch mit. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Er hatte jetzt hier keine. Oh, ich werde jetzt hier nicht an der roten Ampel stehen bleiben. Einfach nur rein. Wir haben nur noch 6 Minuten. Und wir sind jetzt am Ziel angekommen. Alter, war das eine höllische Fahrt hier, ey. Selbst wird noch nicht mal mehr geblinkt hier, ey. Endlich, wir sind da. So, einfach nur die Scheiße abgeben. Mir scheißegal wie. Wir haben es doch geschafft, Leute. Super. Unglaublich, Leute. Ich werde so eine Fahrt nie wieder fahren. Nie wieder. Ja. Aber wir haben ja jetzt... wir haben jetzt 240.000 Euro. Davon kann ich erstmal zumindest die 50.000 zurückzahlen. Dann die 10.000. Nochmal 10.000. Nochmal 10.000. Nochmal 10.000. Und dann zahlen wir auch noch die 82.000 runter. Dann haben wir jetzt noch 82.943 Euro auf dem Konto. Das ist eine insgesamte Rate von 5.788 Euro pro Tag. Der Laufzeit von 70 Tagen haben wir es schon 23 Tage geschafft. Das ist viel. Das muss man ja ernsthaft ja auch mal so gesagt haben, ne? So, jetzt will ich mal kurz wissen. Das ist jetzt noch die letzte Sache, die ich mache. Fahrermanagement. Hat unser Fahrer jetzt mal wieder ein paar Fahrten gefahren? Nö. Okay. Ja, das läuft ja absolut super. Ja. Unser schöner Scania, den wir hier haben. Und dann kann ich eigentlich nur sagen, nächste Folge geht's dann auf jeden Fall weiter. Wir können ja mal kurz hier gucken. Hier an der Wartung irgendwas zu machen. Nö. Okay. So, LKW-Konfigurator. 8x4 Longwerk. So, im Besitz. Wir haben momentan den 1000 PS Motor drinne. 12 plus 2 haben wir drinne. Hätten wir hier exklusiv in Blau. Grün gefällt er mir. Ja gut. Dann ändern wir mal ganz schnell noch unser Aussehen. So, was nehmen wir denn da? Nehmen wir denn da am besten? Nächste Mal mit dem hier fahren. Ja, gar kein. Ja. Superhero.
Oder wir fahren hier als Schwerlasttransport mit rum. Ja, ich würde sagen, so nehmen wir das doch halt einfach mal. Und, ach so, jetzt habe ich ja noch was vergessen. Stimmt ja. Schon das hier in Grün ab. Auch. Muss es auch schon in Grün sein, das Lenkrad. Ansonsten ergibt das ja alles keinen Sinn hier. Und dann gibt es ja was Neues. Das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen hier in dem Video. Da gibt es jetzt hier nämlich auch schöne Navis. Nehmen wir mal das hier noch mit dazu. Und dann haben wir unseren Scania schön aufgepimpt. Herrlich. Herrlich. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Hier beim Eurojog Simulator 2. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Macht's gut, Leute. Und tschüss, Sikowski.